Hi, ja, da bin ich wieder. Ich habe hier noch ein kurzes Thema, das wollte ich kurz euch erzählen. Ich habe eine Krankheit, die nennt sich Rosacea. Und da gibt es so verschiedene Symptome. Also manche kriegen da rote Haut und so und Ausschlag. Bei Männern ist es oft so, dass die eine dicke Nase kriegen, so auch bei mir. Also ich habe so eine kartoffelmäßige Nase, so eine runde. Und das ist quasi so eine. Ja, da wird die Haut immer dicker an dem Bereich. Und deshalb wird dort quasi die Nase so rund wie eine Kartoffel. Und ja, ich habe auch noch so fettige Haut, habe ich auch noch am Gesicht und auf dem Kopf so. Also ich kriege ganz relativ schnell fettige Haare. Und ja, das ist wohl eine Krankheit, die man eigentlich bis jetzt, irgendwie gibt es da wohl keine Heilungsmöglichkeit. Das hat man wohl und dann hat man das bis ans Lebensende. Man kann das halt versuchen mit verschiedenen, ja, da gibt es wohl diverse Mittelchen, die aber alle wohl nicht so richtig gut funktionieren. So aus der Apotheke und so weiter. Da gibt es wohl vom Hautarzt dann diverse Sachen. Hatte ich mir auch schon mal was geholt. Aber das funktioniert im Prinzip nicht so richtig. Also meiner Meinung nach kann man das am besten, ja, so gering wie möglich die Symptome halten, indem man halt möglichst versucht auf die Ernährung zu achten. Also das gibt halt verschiedene, ganze Menge verschiedene Sachen, die das so triggern, dass eben die Symptome verstärkt auftreten. Und das sind eben, also das, was ich auch sehr spannend finde, aus meiner Sicht sind das eben genau auch ungesunde Lebensmittel. Meine Nase ist sozusagen wie so ein Indikator für ungesunde Lebensmittel. Habe ich mir so selber zurechtgereimt, diese Theorie. Keine Ahnung, ob das stimmt. Schreibt mal, wenn ihr darüber was wisst, was in die Kommentare oder sonst. Irgendwelche Hinweise sind sehr willkommen. Wie gesagt, ich denke, dass es mit der Ernährung hauptsächlich zu tun hat, dass die Symptome dann eben so ausbrechen. Also bei mir sind es beispielsweise so spezielle Lebensmittel, beispielsweise Fett, salzige Sachen. Ich glaube, bei Alkohol ist es auch so, das ist ja üblich, so, dass man sagt, so eine Säufernase. Ich bin aber schon eigentlich seit mehreren Jahren eigentlich komplett weg vom Alkohol. So ganz, ganz, ganz selten trinke ich mal noch ein Bier mit Alkohol oder wird vielleicht irgendwann mal einen Wein trinken oder so, aber ich brauche das überhaupt nicht. Also ich trinke das eigentlich normalerweise nie. Von daher liegt es eigentlich daran auch nicht. Aber ich merke das halt hier beim Essen so. Ja, wenn da irgendwie ein bisschen Fett drin ist oder irgendwelche Geschmacksverstärker oder irgendwelche sonstigen Sachen, die wahrscheinlich nicht ganz so gesund sind, dann schlägt das bei mir voll an. Also merke ich direkt irgendwie am nächsten Tag oder innerhalb von einem halben Tag so ungefähr, dass da irgendwie meine Haut irgendwie drauf reagiert, wird fettig und die Nase schwillt noch mehr an. Dann gibt es noch andere Faktoren, beispielsweise Hitze, also zum Beispiel Sonne auch und Hitze. Wir sind ja jetzt hier in Indonesien und da ist es sehr, sehr heiß meistens. Also jetzt ist gerade fast perfekt. Jetzt kommen zwar die Mücken raus am Abend, aber da ist es mega perfekt eigentlich das Wetter, so 26 Grad und ein bisschen Wind. Aber sonst am Tag sind hier so auch bis zu 36, 38 Grad mal. Und dann ist die gefühlte Temperatur, die liegt dann bald so bei 45 Grad so um die Drehe. Und das ist halt schon echt mega anstrengend so. Also besonders für mich jetzt mit dieser Krankheit, dass das mich dann halt triggert oder mein Körper und der dann halt darauf reagiert entsprechend. Also wie gesagt, wenn man in der Sonne rumrennt und wenn es halt heiß ist, dann triggert das halt auch. Ja, gibt es noch sonst noch irgendwelche Sachen? Da war, glaube ich, noch was, ist mir gerade entfleucht. Ja, also ich mache da wahrscheinlich noch mal ein anderes Video dazu, denke ich mal. Das ist, glaube ich, ein ziemlich, ja, wichtiges Thema für viele Leute. Also haben nicht so viele Leute, aber es gibt sicherlich insgesamt total sozusagen eine ganze Menge Leute, die das betrifft auf der Welt. Und von daher ist das, glaube ich, ziemlich wichtig, dass man darüber sich austauscht und sich Tipps gibt. Also wie gesagt, esst vernünftig. Ich habe auch
gemerkt, so pflanzliche Sachen sind eigentlich insgesamt sowieso besser. Also ich bin seit einer Weile vegan und ich gehe sehr davon aus, dass das auch an tierischen Produkten liegt, dass das halt noch diese Symptome dann verschlimmert. Eben alles Junkfood, was man sich so unter Junkfood vorstellen kann. Viel Zucker, viel Fett, viel Salz, Geschmacksverstärker, ganz verarbeitete Sachen und so weiter. Also das würde ich erstmal alles weglassen und vor allem auch so ganz intensive Mittel, also geschmackliche Sachen, Gewürze, also ganz scharfe Sachen wie Chili und Pfeffer und Zwiebeln wahrscheinlich auch. Also ich glaube, bei mir sind es auch Zwiebeln, glaube ich, zum Beispiel. Ja, und dann, ich glaube, sogar Erdnüsse bei mir, dass ich da irgendwie nicht drauf klarkomme, sozusagen. Ja, also könnt gerne mal eure Erfahrungen schreiben oder sonst irgendwelche Hinweise geben. Ich denke mal, da gibt es dann in der Zukunft wahrscheinlich noch ein anderes Video dazu. Ja, das wäre es erstmal soweit. Also wie gesagt, kann man leider irgendwie nicht heilen, aber mit entsprechendem Aufwand und bedachter Ernährung und so weiter kann man das halt lindern. Ansonsten ist wahrscheinlich die einzige Methode sozusagen, dass die Symptome zu entfernen, über eine Operation, habe ich jetzt so erfahren sozusagen. Da wird dann so mit so einem Laser oder so, da wird dann so eine Schicht irgendwie abgetragen oder auch so mit dem Skalpell irgendwie dann so abgeschnitten, aber das, ja, da habe ich irgendwie jetzt echt nicht so Bock drauf, dass mir da irgendwie was von der Nase abgeschnitten wird. Das sind ja dann auch nicht mehr so die Originalhaut Oberschichten so, das ist ja dann irgendwie mittendrin in der Haut so, das ist ja dann auch irgendwie wahrscheinlich sensibilisiert oder so, extrem sensibel, oder du hast dann irgendwie ein komisches Gefühl da, weil das jetzt nicht mehr so die normale Hautstruktur ist, sondern da irgendwo mittendrin in der Haut dann, was dann an der Oberfläche ist. Also ich denke, das sollte man nach Möglichkeit vermeiden, so eine Operation, und versuchen mit anderen Methoden das erstmal vorbeugend zu reduzieren, solche Symptome, dass die nicht halt so extrem werden, dass man da zum Skalpell greifen muss. Es gibt halt wirklich viele schlimme Symptome, wo die Nase eben so extrem dick ist. Da kann man im Internet nach Rhinophym, heißt das, glaube ich, auf Deutsch ausgesprochen. Rhinophyma oder so müsste das auf Englisch heißen. Kann man googeln und dann findet man ziemlich eklige Sachen da. Also es wäre super, wenn man das vermeiden kann. Das kann ich nur jedem empfehlen. Okay, das wäre es dann erstmal dazu, und sicherlich gibt es da noch mehr in der Zukunft. Danke, ciao!